Hallo, in diesem Video möchte ich gerne ein ganz besonderes Gitarrensolo vorstellen, und zwar aus dem Stück This Old House von Shakin' Stevens, im Original gespielt von Mickey G., der auch schon nicht mehr lebt. Ich habe eine Version gefunden, da komme ich ganz gut mit klar. Es ist nicht originalgetreu ganz, aber keiner kann so spielen, wie Mickey G. das konnte. Ich habe dieses Stück schon versucht, seit 1984 beschäftige ich mich da immer wieder mit, und das ist eigentlich so das Komplizierteste, was ich spielen kann. Und das möchte ich hier ganz gerne mal vorstellen. Einmal in der normalen Geschwindigkeit und hinterher nochmal in etwas langsamer, dass man die einzelnen Sachen besser hören kann. Erst einmal normal. Okay, das geht schnell auch wieder einfacher als langsam, aber ich will es mal versuchen, langsam hinzukriegen, dass man es hören kann. Der Anfang geht so. Ja, das ist das mit schnell und langsam. Also man spielt eigentlich nur ein ganz normales B und immer drei Saiten hintereinander. Also schneller geht's besser. Okay, es ging. Ich habe es wahrscheinlich 100 Mal versucht und jetzt hat es einigermaßen geklappt. Viel Spaß beim Nachspielen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.